Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Dass ihr euch fürs Kofferpacken interessiert, verrät mir, dass ihr euch wahrscheinlich auch fürs Reisen interessiert und da seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. In diesem Video soll es vor allem um meinen Kleiderschrank gehen, der die beeindruckenden Maße 55x40x20 cm hat und aus einem kleinen Rollkoffer besteht. Und da ich des Öfteren mal gefragt werde, wie ich denn gerade als Frau alle meine Sachen zum Leben, Arbeiten und Reisen in diesen kleinen Koffer bekomme, möchte ich dieses Geheimnis nun lüften. Außerdem hoffe ich natürlich, dass ich euch für eure nächste Langzeitreise auch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben kann. Am Ende dieses Videos verrate ich euch außerdem, wo meine nächste Langzeitreise hingeht. Also haltet auf jeden Fall durch bis zum Ende des Videos. Als digitale Nomaden in der Weltgeschichte rumzureisen, so wie Greg und ich es tun, heißt natürlich nicht, dass man aus einem Handgepäckkoffer leben muss. Carry-on-only zu reisen hat aber einige entscheidende Vorteile. Der offensichtlichste Vorteil für eine Reise mit Carry-on-only ist natürlich der Preis. Die meisten Billigfluglinien haben tolle Sparpreise für Handgepäckreisende, aber natürlich muss man sich da im Voraus erkundigen, welche Richtlinien bei der Airline gelten. EasyJet zum Beispiel gibt sehr, sehr streng vor, dass alle Reisenden nur ein einziges Handgepäckstück mitnehmen dürfen. Bei Lufthansa sind es, glaube ich, 6 oder 8 Kilogramm. Ich kann nicht guten Gewissens sagen, dass Greg und ich uns immer an diese Richtlinien halten. Wir reisen regelmäßig mit viel zu viel Handgepäck, aber in den meisten Fällen geht das auch gut. Der zweite entscheidende Grund für mich ist, dass man bei Ankunft am Flughafen einfach aus dem Flughafengelände spazieren kann und sich lange Wartezeiten am Gepäckband spart. Was ich am Handgepäckreisen so unglaublich liebe, ist außerdem der Minimalismus und die Freiheit. Es erleichtert einfach unglaublich, wenn man nur einen kleinen Koffer hat, auf den man aufpassen muss und eine begrenzte Auswahl an kleinen zur Verfügung hat. Natürlich wird man gerade als Frau öfter mal gefragt, wie man da mit einem so kleinen Kleiderschrank auskommt. Aber ehrlich gesagt genieße ich es total, mich morgens nicht stundenlang vor den Spiegel stellen zu können, denn ich habe nur eine bestimmte Auswahl an Outfits. Natürlich heißt das auch, dass wir nicht für jedes Event das perfekte Outfit parat haben, aber ein Sommerkleid und eine schicke Bluse für einen feierlichen Anlass sind dann doch noch drin. So, nun würde ich aber sagen, packen wir erstmal meinen Koffer. Das ist also mein kleiner Handgepäckkoffer, wo alle Sachen im Endeffekt rein sollen. Ich fange meistens mit den schwersten Sachen an. Zwei lange Hosen, eine davon habe ich an. Eine kurze Hose und ein kurzer Rock. Flipflops und Ballerinas. Zwei Kleider für festlichere Anlässe. Außerdem mein heißgeliebter Hosenanzug, den einige von euch vielleicht schon von den Fotos kennen. Der macht sich immer super auf Instagram-Bildern und ist auch sonst super bequem und luftig für heiße Tage. Außerdem reise ich derzeit noch mit den super kompakten, schnell trocknenden Reisehandtüchern von Maeve, die sie mir zugeschickt haben. Also vielen Dank an dieser Stelle. Diese Handtücher sind klasse, weil sie erstmal nicht viel Platz wegnehmen. Und zweitens, ich sie morgens noch benutzen kann und nachmittags schon in den Koffer packen kann, trocken, ohne irgendwelche von meinen anderen Klamotten zu ruinieren. Außerdem habe ich noch 4 Tops und T-Shirts, Langarm und Kurzarm. Ein Bikini natürlich, denn ich liebe den Strand. Eine ganze Tüte voller Unterwäsche. Ein Cardigan und einen dicken Pullover, falls es abends dann doch mal kalt wird. Man muss dazu sagen, dass Greg und ich meistens in warmen Ländern unterwegs sind und da fallen natürlich die dicken Wintersachen weg. Pudelmütze, nur für alle Fälle. Ich habe 2 Kulturtaschen, eine für Schminkzeug, Zahnbürste und so weiter und eine für Flüssigkeiten. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit Handgepäck only reist, ihr dürft nur Flüssigkeiten bis 100 ml mitnehmen. Eine Sache, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann, sind diese wiederbefüllbaren Container. Denn dort könnt ihr alles von Parfüm bis Shampoo reinpacken und sie immer wieder verwenden. Außerdem habe ich noch den Gimbal für meine Kamera, der ehrlich gesagt eine total blöde Form hat und außerdem unbedingt in diesen Teil des Koffers muss, da ich den ganz oft am Security Check rausnehmen muss. Also was ich meistens mache, ich wickel meinen Schal darum. Versucht die anderen Sachen irgendwie drumherum zu positionieren. Da mir meine Morgenworkouts unglaublich wichtig sind, habe ich auch noch Sportklamotten in langer und kurzer Version. Meine Nike-Sneaker sind multifunktional, das heißt, sie fungieren als Wanderschuhe, Sportschuhe, Ausgehschuhe, für was auch immer ich sie gerade benötige. Und die ziehe ich natürlich während des Fluges an, das heißt, sie müssen nicht in den Koffer.
Zuletzt habe ich noch meine dünne Daunenjacke, die nicht wasserfest ist. Aber ich möchte sie gerne in naher Zukunft mit einer wasserfesten Sommerjacke ersetzen. Kommen wir zu meinem zweiten Handgepäckstück. Das ist ein kleiner Tagesrucksack, in den alle meine wertvollsten Sachen reinkommen. Das heißt, sogar für den Fall, falls mein Rollkoffer dann doch mal ins Aufgabegepäck muss, habe ich die wichtigsten Habseligkeiten immer bei mir. Neben meiner Kamera wohl der wichtigste elektronische Gegenstand ist mein Laptop. Ohne den wäre das ortsunabhängige Arbeiten überhaupt nicht möglich. Dazu kommen zwei externe Festplatten mit all meinen Fotos und Daten drauf. Eine 4 TB und eine 1 TB Festplatte. Diese sogar mit einem Schutzdämpfer, das heißt, wenn sie mir mal runterfällt, ist das nicht so schlimm. Außerdem habe ich immer ein Sudoku-Heft dabei, falls ich mal eine Auszeit von meinem Bildschirm brauche. Sonnenbrille natürlich. Eine elektronische Maus. Diverse Aufladekabel. Ein Müsli-Riegel, man weiß nie, wann der Hunger mal kommt. Erst vor kurzem gekauft, aber ich bin total begeistert. Schnurlose Kopfhörer, mit denen ich wirklich gar nichts mehr höre. Ein Portemonnaie natürlich. Reisepass, ein Handy. Die Kopfhörer lassen sich auch super klein zusammenfalten. Und jetzt bleiben wir mit meinen zwei Geheimtipps. Ziploc-Bags, wieder verschließbare Tüten. Da kann man wirklich alles reinpacken. Besonders für Nüsse und Kleinigkeiten für zwischendurch geeignet. Und zuletzt mein absoluter Geheimtipp, wofür Greg mich auch immer auslacht. Mein Löffel. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum reißt ihr denn mit einem Löffel? Aber erstmal nimmt so ein Löffel nicht besonders viel Platz weg. Und zweitens hat man immer mal einen Joghurt oder einen Salat, irgendwas, was man nicht mit der Hand essen kann. Und da freut man sich, so einen Löffel zu haben. Zuletzt natürlich noch meine Kamera, mit der ich gerade filme, mitsamt des Gorilla-Pods, auf dem sie steht. Die kommt dann auch noch in diesen Rucksack. Die meisten Fluggesellschaften lassen dich tatsächlich mit einem kleinen Rollkoffer und einem extra Gepäckstück, das ganz wichtig unter deinen Sitz im Flugzeug passt, an Bord gehen. Wenn das mal nicht der Fall ist, lassen sie dich in der Regel außerdem kostenfrei den Rollkoffer einchecken. Das ist dann natürlich nur nervig, weil du ihn am anderen Ende am Gepäckband wieder abholen musst. So, jetzt kann's losgehen. Hier also alle die Sachen, mit denen ich zurzeit durch die Weltgeschichte reise und wie ich sie in meinen Koffer bekomme. Tatsächlich haben Greg und ich für die nächsten paar Monate eine längere, wirklich aufregende Reiseroute geplant und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Von Hamburg geht es für uns ab nächste Woche nach Rumänien, dann werden wir dort einige Wochen verbringen, zurück nach Deutschland fliegen für 1-2 Jobs und dann weiterreisen nach Italien. Denn in Trentino findet eine Videokonferenz mit dem Namen Traverse statt, auf die ich mich persönlich ganz, ganz doll freue, denn dort werden wir mit anderen kreativen Köpfen sicherlich eine tolle Zeit verbringen. Von Italien setzen wir dann nach Kanada über, um einen Großteil der Monate Juni und Juli mit Gregs Familie zu verbringen und dort trennen sich dann auch unsere Wege. Greg fliegt in die Mongolei für einen weiteren Fotoworkshop mit Brandon Vincent und BBS Squad. Und ich habe eine unglaublich spannende Städtereise geplant und fliege für das erste Mal in meinem Leben nach New York City. Falls ihr selber schon mal in New York wart, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir den ein oder anderen Tipp in den Kommentaren hinterlasst. Denn es ist meine allererste Reise nach New York City und ich weiß, dass das etwas überwältigend sein kann. Egal wie viel Reiseerfahrung man schon hat. Von New York geht es für mich weiter ans andere Ende der Welt, nach Australien, denn dort besuche ich eine Freundin für einige Wochen, bevor ich mich dann in Bali wieder mit Greg treffe. In Bali im September findet dann auch Gregs und mein erster gemeinsamer Workshop statt, der unter dem Dachnamen BVS Squad, also in Zusammenarbeit mit Brandon Vincent, durchgeführt wird. Und ich glaube, es gibt dort noch einige freie Plätze, also wenn ihr interessiert seid, mehr über Video zu erfahren, dann meldet euch da gerne an. Den Rest des Jahres werden Greg und ich dann höchstwahrscheinlich in Asien verbringen und unsere Pläne dort sind auch relativ offen. Also wenn ihr noch Vorschläge habt, Länder, die wir unbedingt bereisen müssen, Orte, die wir unbedingt sehen müssen, dann hinterlasst mir einen Kommentar unter diesem Video. Abschließend hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp mitnehmen konntet, wie ihr bei eurer nächsten Langzeitreise selbst etwas smarter packen könnt. Außerdem hoffe ich, dass ich euch neugierig gemacht habe, eventuell mit diesem Video oder mit der Reiseroute, die uns bevorsteht und die auch in Zukunft mit uns weiterreisen möchtet. Denn alles, was ihr dafür tun braucht, ist den kleinen roten Knopf zu drücken und die Glocke anzustellen. Denn dann sehen wir uns in den nächsten Videos auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Hamburg.